Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im Projektraum Munich Art in der Amalienstraße zusammen beim Herrn Seher, einen Menschen, den ich sehr schätze. Ja. Am Donnerstagabend stand er plötzlich vor mir in der Pinakothek der Moderne und ich wusste, ich bin nicht mehr allein. Wissen Sie, da waren die Pussy Riot. Wie kommen die Pussy Riot eigentlich so beschreiben? Damenband oder wie dann Sie das sagen? Eine Performancegruppe, die durch ihre Performance in Russland ja jahrelang im Gulag weggesperrt wurde, weil sie ja Putin genervt haben, und man dann durch ihre Performance, die sie ja in der Kirche gemacht hat, was hat man ihnen vorgeworfen? Gotteslästerung, oder? Gotteslästerung, ja. Und nee, Randalismus gegen Gott, irgendwie sowas in der Richtung. Naja. Aber 2 Jahre. Und die waren von Wolfgang Flatz nach München eingeladen. Das heißt, die haben im Bahnwärter Thiel gespielt. Also Flatz hat sie besucht wohl beim Konzert hier in Dachau und kam dann mit denen ins Gespräch und hat gesagt, ich bin ja selber auch Performance-Künstler, vermute ich mal. Also wissen tue ich es ja nicht. Und hat sie dann eben eingeladen, ihn hier in München zu besuchen. Pussy Riot steht ja für eine reine Female-Punk-Band. Das ist ja, was sie tatsächlich sind. Und jeder, der mal Punk gehört hat, ist jetzt nicht die klassische Musik im Konzertsaal. Ja, es war auf jeden Fall. Es waren viele Leute da. Und dann haben sie natürlich die Menschen warten lassen. Die Spannung steigt und steigt. Und dann, nachdem also die Box funktioniert hat, kamen sie zu viert und haben erst einmal ein Pamphlet vorgelesen. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Das ist auch sehr interessant, wenn man tatsächlich weiß, dass die Maximilianstraße 2 in München einen der größten Gönner und Förderer Putins gehört. Da ist nämlich steht regelmäßig jemand davor am Wochenende und erzählt es allen willigen Passanten. Also die alte Post vorne am Eck dort. Ja, die alte Post vorne am Eck dort. Und das ist das, wo Sie sich eben drauf bezogen haben. Wir gehen hier in München bei Louis Vuitton einkaufen und finanzieren dadurch durch eigentlich die Kapitalanlage von Wladimir Putin, oder? Genau. Money taxes buys oil from the Convert conglomerate office right near Munich. This money goes directly to the Putin's mafia, to the Russian army and propaganda, which is working against you. Wir sind also hier nicht nur, weil er da war, sondern weil Sie ja auch jetzt die letzten Wochen eine Ausstellung hatten, die sich mit dem Weiblichen als inspirierende Kraft der Kunst beschäftigt hat. Genau, richtig. Im Gegensatz zu den Museen, die sich ja mehr mit der männlichen Kraft auseinandersetzt. Also wenn man sich zumindest mal anschaut, wie viele Frauen und Damen im Verhältnis ausgestellt wurden in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen haben wir hier die Female Show, die aktuell gerade 57 Künstlerinnen zeigt und einfach mal so ein Abbild geben soll, was Frauen, dass Frauen auch tatsächlich zur Kreativität, sage ich mal, fähig sind. Die Kunst an sich hat ja kein Geschlecht. Und erst wenn wir den Namen... Auch die? Ja, genau. Ja. Oh, ja, natürlich, klar, ja, genau. Der Künstler, aber die Kunst. Genau. Das heißt ja auch die Kunst der weiblichen Künstler, grammatikalisch richtig. Mhm. Aber erst dadurch, dass ein Name neben dem Kunstwerk steht, bekommt es eine Zuordnung innerhalb der Gesellschaft. Und das wollen wir hier eben zeigen, dass wenn man das weglässt und sich nur über die Kunst unterhält, es eigentlich völlig egal ist, von wem sie gemacht wurde oder erschaffen wurde. Wie verkauft sie sowas? Erschließt man sich da neue Zielgruppen oder... Ja. Wissen Sie, warum ich frage? Weil man ist ja ein Galerist, sind jetzt weniger bei der Gestehung aktiv, sondern mehr... Ja, also verkaufen tut sich, was sich gut verkaufen lässt. Mhm. Und der Unterschied ist, wenn es von einem Mann ist, ist meistens eine Nullstelle mehr dran. Tatsächlich? Das ist so der... Naja, im musealen Bereich ist es leider tatsächlich so. Also wenn man da oben diese einfach nur... Farbe auf Leinwand nimmt. Dückerhoff. 2 echte Dückerhoff. Mhm, genau. Wenn die jetzt von Förg wären, dann könnten wir da, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Nullstellen mit dranhängen. Oder eine Elke Reis hatten wir jetzt nicht hier. Ist jetzt schon verkauft. Das ist Farbe auf Leinwand. Und wenn du da Rotko hinschreibst, dann wissen wir, um welche Millionenbereiche wir reden. Ja, das ist manchmal ein bisschen seltsam, die Preisgestaltung. Aber es hat halt viel damit zu tun, über den Bekanntheitsgrad.
des Künstlers zu entscheiden. Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen jetzt über das sprechen, was da eben in der Pinakothek der Moderne passiert ist. Da hat sich erst dann eine der Damen urinierend ausgezogen und auf ein Bild von... Sie hat ihren Rock gehoben, bei urinierend ausziehen. Ich weiß nicht, wie das, was ich mir jetzt darunter bildlich vorstelle. Aber nein, sie kamen ja... Das hat schon ein bisschen vorpieselt. Verstehen Sie, das wäre jetzt... Ach so. Der Mann tut sich immer schwer, sozusagen auf Zuruf zu pinkeln. Ich schließe mich da Ihrer Erfahrung einmal unbedarft an. Aber dazu sprechen wir jetzt gleich noch. Ich habe schöne Bilder von dem Ganzen. Weil man muss da schon auch ein bisschen über den künstlerischen Wert sprechen oder warum das Ganze möglicherweise notwendig war oder auch nicht, was bleibt. Aber dazu gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Akrobatik, Live-Gesang, Comedy und ganz viel Glamour. Das ist Big Love, die neue Show im GOP. Erleben Sie ein Stück voll Freude, das Sie zum Lachen, Staunen und Mitsingen einlädt. Entdecken Sie eine Varieté-Show, die Sie durch die Jahrzehnte der Unterhaltung führt. Noch bis zum 12. Mai heißt es: Vorhang auf für die Liebe. Höffner, immer besser. Jetzt zusätzlich zu allen Rabatten 10% auf alles, außer Werbung und Elektro, mit Kundenkarte. Mehr auf höffner.de. Inntaler Trachtenwelt. Für Herren, für Kinder und natürlich auch für Damen. Entdecken Sie die neue Kollektion. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und in Kooperation mit unseren Businesspartnern. Business TV, ein Sendeformat auf München TV. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, am Wochenende war Finissage hier bei Tobias Seer. Es stehen noch Kunstwerke herum, die Sie jetzt verpacken, oder? Genau. Das ist natürlich, macht natürlich Spaß, wenn man hier so über 70 Kunstwerke zur Female Show zeigen kann. Aber man ist als Galerist auch ein bisschen im Logistikwesen zeigen, packen, verschicken. Das ist jetzt beschädigt, oder fehlt so ein Zacken? Das kann passieren, weil dieses Kunstwerk ist tatsächlich mit Erde vom Ätna aus Sizilien und kam aus Italien hierher geschickt. Ach, das ist die Originalfarbe, das Graue? Ja, das ist die Original-Aschefarbe, daraus dann zu Keramik verarbeitet und aus der Keramik dann eben ein Kunstwerk gemacht. Und ja, naja, Sizilien ist jetzt ein weiter Transportweg, aber... Es lädt natürlich auch ein, da was dran kaputt zu machen, gell? Weil wir beim Kaputtmachen sind. Also ich habe ja vorher schon erzählt, ich war am letzten Donnerstag bei dem Auftritt von Pussy Riot in der Pinakothek der Moderne. Man hat also mal 20 vier da gestanden, die eine hat ein Protestpamphlet verlesen, die andere hat dann so ein großes Plakat von Wladimir Putin auf die Stufen gelegt. Ich meine, also auf dieser Esplanade, oder wie sagt man sowas, auf dieser Showtreppe. Ja. Dann hat die andere dazu gegeigt und die vierte kam mit einem Wasserfeuerlöscher runter zu uns, zu dem praktisch Auditorium oder wie sagt man, Zuschauer, und hat dann von hinten erst mit die Wachleute vollgespritzt.
Der eine fand es noch lustig, die andere nicht so sehr. Ja, also man muss da schon ein bisschen von vorne anfangen, weil natürlich Pussy Riot waren ja durch ihre Protestaktionen sind sie ja direkt in Sibirien in Straflager gewandert für 2 Jahre. Mit Hungerstreik und allem drumherum. Ja, waren das die, die da auf der Bühne gestanden sind? Das waren die, die dort auf der Bühne gestanden sind. Und wenn sich dann solche Menschen hinstellen und auf ein Porträt, was ja das Porträt ist, was in jeder Amtsstube in Russland hängt von Wladimir Putin, und wenn sie darauf dann eben pinkeln, also ich finde das sehr pinkelnd in der Pinakothek von Pussy Riot auf das Porträt von Wladimir Putin, dann ist das eine sehr, sehr, sehr kräftige Aussage. Und führt natürlich dazu, dass wenn man jetzt eh schon im Exil ist und auf der Liste der meistgesuchtesten Verbrecher Russlands steht, hat die Aktion mit Sicherheit dazu geführt, dass sie so schnell nie wieder einreisen können, zumindest nicht solange Putin am Leben ist. Und wenn man sich dann vorstellt, da stehen lauter Leute vor dir, weißt du, so diese ganzen Westlichen aus ihrer Wohlstandsgesellschaft heraus und halten alle ihre Kameras auf dich drauf. Ich glaube, da wollte die da mit dem Feuerlöscher uns einmal klar machen, uns aufwecken sozusagen, indem sie uns wirklich physisch nass gespritzt hat, aufgeweckt. So, das ist... Was mir aufgefallen ist, die war nicht cool, man hat die schon gemerkt und ich habe mir gedacht, so oft wie die eigentlich auftreten, dürfen die eigentlich vor so einem großen Publikum sie eigentlich nicht mehr so emotional, aber die waren richtig emotionalisiert. Ne? Da geht es bei denen richtig um was. Ich meine, ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man 1,5, 2 Jahre lang in Russland, Nawalny ist ja gerade drin gestorben, wir wissen ja, wovon wir hier reden, wir haben Krieg in Syrien, wir haben Krieg in der Ukraine, ein Putin, der uns direkt bedroht, und dann stellst du dich dahin in einem staatlichen Museum und machst öffentlich eine Aktion, wo du weißt, du wirst die nächsten Jahre wieder nicht mehr deine Heimat sehen können. Ja. Und vor allem die anderen noch ziemlich jung teilweise, das heißt also, die haben auch noch Eltern wahrscheinlich, die leben. Und Familie und ja, Angehörige, klar. Und da wäre mit Sicherheit ein paar, also das war halt für mich das, dieses unfassbar beeindruckende, diesen Mut, sich vor so einem Publikum hinzustellen, sich zu entblößen, sich zu Wasser zu lassen, um seine Meinung ausdrucksstark wiederzugeben. Und das ist... Da gehört der Schneid dazu. Ja. Aber es ist wichtig, dass Sie das gesagt haben, weil mir ist es im Augenblick gar nicht so bewusst gewesen. Das ist für... Ich glaube, den Großteil von den Leuten, die da waren, war es eigentlich ein Fetz, weißt du, war es lustig. Da geht er mal hin, da hat man mal Spaß, da pinkelt einer auf ein Putin-Plakat, ja, ist doch alles nett und lustig, und danach wird man noch ein bisschen mit Wasser angespritzt. Ja, ist doch schön, haben wir mal wieder was erlebt im Museum. Haben wir was zum Lager gehabt, wird das Liebe, ja. Vielleicht da so der ein oder andere Onkel jetzt sein Geschäft wieder verlieren wird oder seine Lizenzen, dass man da in Russland dafür gegängelt wird. Das haben wir hier, weil wir es in einer freien Welt leben. Wir kennen das nicht. Ja. Und dann kam der große Skandal für uns Münchner, weil die nämlich mich nass gespritzt haben. Ich stand vor irgendeinem Wandbild, hat die direkt nicht. Es hat an mir vorbeigespritzt und das Bild ist nass geworden. Echt? Ja. Okay. Haben Sie das nicht mitgekriegt? Nö. Doch, da ist ein Bild nass geworden. Und dann wurde sofort. Ich wette, das Bild von einem Mann, deswegen haben Sie sich so aufgeregt, oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls war dann sofort die Rede von Sachbeschädigung, dann wurde dieser Feuerlöscher sichergestellt und das war alles ganz dramatisch. Bei mir ist es nicht angekommen, sagen wir es mal so, weil ich fand eigentlich ich war noch so beeindruckt, weil ich wollte tatsächlich auch selber filmen, wie man es halt heutzutage so macht, für Instagram, man macht ja seine Fotos. Und als ich aber gesehen habe, was die dort macht, dass sie halt wirklich auf ein Porträt Putins pinkelt, uriniert, um ihre Meinung auszudrücken, war der Rest, das fand ich dann... Wie soll ich sagen? Marginal. Ja, genau. Zu vernachlässigen. Absolut. Also Damen und Herren, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Ihnen die Brille erzählt, die ich gemacht habe. Es ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen darf, es ist große Kunst, aber es ist ein Teil Weltgeschichte. Es ist Weltgeschichte, weil es in einen Kontext hineinpasst, der nicht nur mit uns in München was zu tun hat, sondern mit Geschehnissen. Und es ist ja, wenn ich das noch sagen darf, also wir hatten letztens auch hier eine Performance-Künstlerin, es war ja nicht geprobt, und sie hat uns diesen Spruch gesagt, der Unterschied zwischen einer Performance und einem Theater ist, im Theater benutzt man Ketchup und in einer Performance Blut. Und es ist diese Realität, die dort, das ist dann nicht große Kunst in dem Sinne, aber es ist halt... Realitas. Ja. We'll be right back.
Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.